Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie alles rund um die Nudel. Ja, wobei rund um die Nudel, nur um die Nudel, da dreht sich jetzt nicht ganz. Wir machen nämlich rotes Pesto. Das kann man natürlich auch wunderbar zu frischem Baguette essen und vielleicht auch zu gegrilltem, aber bei uns zu Hause gibt es traditionell Pesto immer mit Pasta, also Nudeln. So, genug geredet, wir fangen an. Ihr braucht 30 Gramm Pinienkerne. Die mache ich in eine Pfanne und röste die an. Dann werden die anschließend direkt, also werden wirklich nur kurz angeröstet, die brauchen nicht lange, zum Abkühlen hier auf den Teller gemacht. Und dann wenden wir uns auch schon unserem Thermomix zu. So, unsere Pinienkerne sind geröstet und jetzt auch schon einigermaßen abgekühlt hier auf dem Teller. Jetzt wenden wir uns unserem Kesselchen zu und da kommen hinein ein Glas getrocknete Tomaten. Ich nehme immer die in Öl eingelegten, die solltet ihr dann entsprechend auch abtropfen lassen. Die Knoblauchzehe kommt noch dazu und natürlich die Pinienkerne. Die machen wir jetzt auch da rein. Das Ganze wird jetzt 15 Sekunden auf Stufe 7 zerkleinert. Noch eine Sache, ihr braucht ja auf jeden Fall Parmesankäse. Den könnt ihr natürlich im Stück kaufen und vorher hier auch im Thermomix zerkleinern. Ich habe jetzt allerdings schon geriebenen Parmesan gekauft. Das Ganze schieben wir jetzt nach unten mit dem Spatel, weil sich das ja immer oben etwas festsetzt. Und nun kommen die weiteren Zutaten hinzu. Und das ist gar nicht so viel mehr. Parmesan, das sind 80 Gramm. Wie gesagt, ich habe jetzt geriebenen schon gekauft. Das sind 80 Gramm Olivenöl. Die kommen noch rein. Dann ein paar Chiliflocken mache ich immer noch dazu. Da könnt ihr so eine halben Teelöffel etwa nehmen, je nachdem wie scharf ihr das mögt. Dann auch etwa einen halben Teelöffel Salz, eine Prise Pfeffer, einen halben Teelöffel Zucker, müssen wir ebenfalls noch reinmachen. Das Ganze vermischen wir jetzt 10 Sekunden auf Stufe 4. So, und damit ist unsere rote Pesto fertig. Ich mache die jetzt mal raus hier aus dem Kessel, zeige euch die mal im Glas, wie die aussieht. Die kann man natürlich im Schraubglas ein paar Tage, vielleicht eine Woche oder so auch im Kühlschrank aufheben. Passt perfekt natürlich zu Nudeln oder zu frischem Baguette. Ich mache das jetzt mal raus, da können wir die Kamera ausschalten, denn ihr müsst mir jetzt nicht beim Rauspulen zuschauen. So, ich habe jetzt mal geschaut, also es sind etwa ein bisschen mehr als zwei Gläser so von dieser Größe. Könnt ihr natürlich auch ein größeres Glas nehmen, weil wie gesagt, das hält sich eine Zeit lang im Kühlschrank. So angerichtet natürlich, klar, einfach auf die Nudeln drauf. Es ist ein super schnelles, einfaches Nudelgericht. Ja, wobei ich sage, es könnte vielleicht ein bisschen flüssiger sein. Also ja, wobei, wenn die Nudeln jetzt noch ganz heiß sind, die sind nicht mehr ganz heiß, dann läuft es ja auch, zerläuft es ja auch. Aber ich habe eben schon mal probiert, schmeckt total klasse. Gerade diese getrockneten Tomaten und die Pinienkerne dazu, das hat sowas richtig, ja, Maritimes. Schmeckt nach Urlaub. Ich meine, nee, getrocknete Tomaten finde ich auch total klasse. Also das schmeckt echt sehr, sehr gut. Schöne Alternative zum normalen grünen Pesto, das wir ja auch schon gemacht haben. Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich merke jetzt natürlich so, Chiliflocken könnte für mich doch noch ein Tacken mehr sein. Ich mag das gerne ein bisschen schärfer. Wisst ihr ja, so Al-Arabiata-Style oder so. Ne? Aber das könnt ihr ja Gott sei Dank so abschmecken, wie ihr das wollt. Ich finde es klasse so und ich lasse das so. Ich esse das aber jetzt nicht. Ich bin pappsatt. Wir haben ja, wir kochen ja so viel hier. Aber wir finden einen Abnehmer heute. Wir haben nämlich ein Studiokind und das freut sich jetzt über Pesto auf Nudeln. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert doch gerne auch den Kanal, denn hier gibt es regelmäßig tolle neue Rezeptideen
mit dem Thermomix. Und auch wenn wir hier schon den 6er Thermomix stehen haben, alle Rezepte kann man natürlich auch im TM5 und im TM31 kochen. Sollte das nicht so sein, sagen wir das dazu. Bis bald sage ich Tschüss und guten Appetit.